Sie haben den Titel vor Augen, Maximilian Röhrig und Martin Kaskari vom Frankfurter Golfclub. Die beiden Nationalspieler führten ihr Team mit auf Platz 1 in der Bundesliga Nord. Ihr Erfolgsgeheimnis, Selbstbewusstsein und Teamgeist. Wir sind, glaube ich, mit Abstand die beste Mannschaft in der Nordgruppe und das haben wir auch dieses Jahr unter Beweis gestellt. Anfang des Jahres hätte es keiner vermutet, aber wir sind eine gute Truppe, halten gut zusammen, performen, trainieren gut zusammen. Macht Spaß. 5 Spieltage, 4 Hole-in-Ones, 63 Eagles und 3490 Birdies. Das ist die erste Liga der Damen und Herren in der Statistik. Die Debütsaison der Kramski Deutschen Golfliga war aber nicht nur deshalb ein Erfolg. Jungprofis wie Anton Kirstein und Top-Amateure wie Max Mädel standen permanent im Wettkampf und rangen sich regelmäßig Höchstleistungen ab. Das machte die Spieltage spannend und förderte den Teamgeist nicht nur innerhalb der Mannschaft. Ich finde, der Heimspieltag bei uns zu Hause hat mehr Interesse im Club gezeigt oder ausgelöst als unser deutscher Meistertitel vor 2 Jahren. Und das habe ich schon echt überrascht. Der Teamgeist ist lang anhaltender geworden. Also ich glaube, wir hatten schon immer recht positiven Teamgeist, aber eben punktuell. Und jetzt wird er immer wieder eingefordert. Wir haben sehr schöne Zwischenevents, wenn sich die Mannschaft trifft. Für die Gruppe selber ist es mit Sicherheit ein guter Schritt nach vorne. Wir haben ein Jahresgefühl entwickelt. Das ist sehr, sehr gut. Dieses gute Jahresgefühl wollen die Frankfurter mit dem deutschen Meistertitel krönen. Große Chancen haben sie, das sieht auch die Konkurrenz so. Ich finde, dass Frankfurt schon beeindruckt hat dieses Jahr und dass sie wirklich im Moment ein sehr, sehr starkes Team sind und ganz sicher auch ein Aspirant für den deutschen Meistertitel. Also es war eigentlich so, dass alle Spieltage relativ ähnlich verlaufen sind, weil die Frankfurter wirklich die stärkste Saison haben, zweifellos in der Liga. Gute Karten also für Martin Kaskari und Maximilian Röhrig. Ihr Club feiert in diesem Jahr zudem 100-jähriges Jubiläum. Da käme eine deutsche Meisterschaft gerade recht.